von Mental Monkey 890. Der kaputte Rücken kommt von den zu vielen Curries. Ja, wer ist hier? Naja, also das hier ist Nutty Nut, der war letzte Season Rang 1 Challenger. Das hier ist Genex. Das hier ist Icor. Das hier ist Potent, das ist die beste Fiora EOWest. Das ist Permaban Reform, das ist die beste, der beste Kassadin EOWest. Das ist Kumu Gadonkis, das ist der beste Shaco EOWest. Ade Shaco. Ich möchte jetzt nicht zu viel verraten, aber 600 LP ist fucking nice. Wo sind wir denn da? Sind wir jetzt schon mit Grandmaster oder was? Ne, ich bin in Iron 2 des Anscheins. Runeterra Reforged. Well, shit the base. Ja, das ist schon ein gutes Stück, ne? Wo kann man denn die Grenze sehen hier? Leider ist das alles verbuggt hier. Also irgendwo bei 700 rum ist es. Das ist schon ein gutes Stück. Jetzt seinem Rücken wieder besser, ein bisschen, ja. Aber ist immer noch gut kaputt. Also ich kann mich nicht viel bewegen. Hast du gerade gehört? Ich habe es gerade probiert. Jetzt wegen Wind-Challenge überlegt. Okay. Also Leute, wir haben bis jetzt haben wir 3 Teilnehmer. So, jetzt lass uns das mal zusammen auf Papier bringen. Alter, das ist falscher Papier. Wo ist WordPad, wenn man es braucht? Ja. Okay, jetzt lass uns das mal zusammen zu Papier bringen. Wir haben bis jetzt 3 Teilnehmer. Wir haben Tolkien, Dalo und die haben sich committed für Dienstag 12 bis 24 Uhr. Also eine 12 Stunden rücklaufende Challenge ist der Plan. Wir sind uns alle einig, dass CSGO Velo interessant sind. Eins davon, vielleicht beide davon. Man könnte TFT draufpacken. Wir könnten... es wäre halt cool, mal ein paar neue Spiele zu nehmen. Das heißt, ich würde gerne... Ist Street Fighter... Wisst ihr, ob Dale noch gerne Street Fighter spielt? Das heißt, ich würde gerne halt mal so ein bisschen was Neues testen. So, solche Sachen hier zum Beispiel. Vielleicht auch Schach. Zum Beispiel. Passa OTP Prev mit. I can feel. Wait, was? Wie viele OTPs haben wir denn hier? Sehr verwirrt, ja. Oder ist eine 24 Stunden? Ne, die soll auf 12 Stunden ist die angedacht. I can play S or 6. Also ich muss mal sagen, vom Draft-Tipp würde ich sagen, sieht das gar nicht mal so gut aus. Ich glaube, das ist ein Ezreal Engel, ne? Und dann spielt man Presti Attack aktuell? Conquer oder First Wave? Wahrscheinlich Press, ne? Ach du Scheiße, ey. Also das, ich habe selten in meinem Leben so einen Dodge gesehen wie diese Lobby. Das ist wirklich eine absolute Tragödie. Wir haben Triple Losing Lane und wir haben OTPs auf falschen Champions. Aber es geht durch, natürlich geht's durch. Oh mein Gott, ey. Wir haben einen Yumi OTP, einen Rengar OTP. Und wir haben Mr. Potent und wir haben Captain Mary Icon. Ja, das ist ein Midlane-Main, das ist ein Midlane-Main und ich bin Midlane-Main. Wir haben Triple Midlane-Main Exodia. Das ist actually aber ein richtiges Hilo-Game. Auch wieder. Sehr, sehr cool, sehr, sehr cool. Ja, wer ist hier? Naja, also das hier ist Nutty Nut, der war letzte Season Rang 1 Challenger. Das hier ist Genex. Das hier ist Icor. Das hier ist Potent, das ist die beste Fiora EOWest. Das ist Permaban Reform, das ist der beste Kassadin EOWest. Das ist Kumu Gadonkis, das ist der beste Shaco EOWest, Ade Shaco. Das heißt, wir haben einen Ade Shaco auf Fiddlestick und wir haben einen Kassadin OTP auf Rakan. Und das ist ein Yumi OTP, direkt vor Fade reinschreibt. Oh, das ist Aika, unser Mittler, habe ich den schon erwähnt? Das ist ein richtig stacktes Game, also es ist eine krasse Lobby, aber... Okay, wer ist bei den Gegnern, Phil? Niemand, ne? Oh, ein Yumi OTP, dass der eine Spells verfehlt, weiß ich ja nicht. Okay. Jetzt kein Pharma, aber war schon massiver eben, ne? Das waren alle Sums von denen. Ich hätte sogar noch Heal up. Dann alle Secondary Sums außer Flash. Nice! Die haben den Ringer auch gekillt. Team Trashcomp ist am Start. Du hast andere Top-Challenger-Spieler, die du wie du immer andere Champions und Lanes spielen? Selten. Gibt's bestimmt. Aber die meisten Leute haben sehr eingeschränkte Champion-Pools. Weil du einfach, das ist ein riesen Vorteil, weißt du, desto weniger Champions du spielst, desto besser bist du auf diesem einen Champion, diesem einen Playstyle. Das heißt, die meisten Hilo-Spieler spielen sogar nur einen Champion.
Space, let's go. Sehr, sehr erfreulich. Ich glaube, mittlerweile geht man für Trinity Rush, ne? Ist der Bild. Also ich glaube, so einfach, ja. Wir haben einen sehr, sehr starken Base. Also es ist schon sehr, 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 sehr strong. Würdest du sagen, Klett ist High-Elo gut oder schlecht? Einzigartiger Champion, einzigartiger Playstyle. Es gibt sehr erfolgreiche Klett-OTPs in High-Elo. Kannst du den als Laie spielen, wenn du nicht sehr viel Zeit in ihn investierst? Auf gar keinen Fall. Das ist ein absolut einzigartiger Champion. Aber du kannst mit dem, wie mit fast jedem anderen Champion, kannst du absolut erfolgreich climben und erfolgreich sein. Ja. Ja, gewinnen, aber ich könnte gewinnen einfach trotzdem, ne? Ja. Was soll ich machen? Oh, ich hatte so Angst vor Nettin als Ringer und jetzt ist der irgendwie sehr zahm hier. Der Game ist noch lange nicht gewonnen, ne. Wenn er gegen Tsuruyumi spielt, ist jedes Game schwer. Ich will jetzt gleich einmal basen für Trinity, ne? Wie kannst du denn als Fionn kennen, Solo Bolon? Respekt, Mr. Potent. Für Trinity und dann ist Go Time unten das Zündung. Ja, also wenn ihr wirklich nur climben wollt, ehrlicherweise der beste Playstyle, wenn ihr besser werden wollt in League, ist es immer nur einen Champion zu spielen. Maximal drei oder so. Das ist einfach, damit gebt ihr euch einen riesen, riesen Vorteil. Mein Damage ist halt schon sehr, 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 sehr toxisch aktuell. Ich glaube nicht daran, dass die uns ganken können. Sehr, sehr schön gesehen vom Rakan, dass er da direkt für die Kombination ist. Der spielt echt sehr, sehr guten Rakan. Können wahrscheinlich den gesamten Turret hier mit Trinity Force knacken. Können nicht sehr viel gegen uns machen, ja. Sollen die Champions verschieden sein oder möglichst identisch? Also sie sollten demselben Spielstil folgen. Das heißt, also, wenn du zum Beispiel jetzt ein Assassinen-Main bist, dann sollte dein neuer Champion vielleicht nicht unbedingt irgendwie ein Control-Mage sein. Sondern halt auch eine Assassine, weil dann hast du einen ähnlichen Playstyle. Ich weiß halt nicht, ob die Fiora das möchte, wenn sie ihr Matchup gewinnt. Na, sieht so aus, als würde sie gerade für den Base gehen, also können wir ruhig hochgehen. Wir müssen bloß halt relativ bald zurückswuppen wegen Infernal dann. Oh, nice. Manamune. Dann können wir von Richtung Mitte laufen. Ich vertraue meinem Ezreal nicht so wirklich. Ich glaube, ich werde einfach massive Fehler machen und dann ins Game werfen. Und die kriegen auch überall halt eine Menge Platten. Also sie haben Bot 4 Platten. Die Ciri ist auch richtig stark tatsächlich. Offensichtlich nicht so stark wie wir, aber die ist schon sehr stark. Gut. Fuck, ist das Game scary. Am First Turn unten verloren. Die Ciri weiß genau, dass ich halt nicht überall gleichzeitig sein kann, ne? Das heißt, sie pusht in Mitte. Macht sich smart. Die kann einfach raus. Ne? Das ist Jace, da ist der. Ich weiß nicht. Ich glaube, das verlieren wir das Game leider. Aber ich werde irgendwann einen Fehler machen, die werden mich catchen. Und dann ist sofort vorbei, glaube ich. Frozen. Ich weiß nicht, ob das gut ist, aber ich glaube, ich gehe einfach Frozen hart. Weil die haben Jace, Rengar und Ciri haben die. Und wenn die mich nicht tot kriegen, dann kriege ich sie tot. Jetzt muss die Frage, was ich als nächstes baue. Ist Shujin auch gut auf Champions wie Ezreal? Was ist mit Shujin? Oder mit Ravenous? Zerildas. Zerildas ist auch sehr, sehr gut hier, ja, klar. Ob das gut ist? Weißt du, das ist gut. Weil dann. Ich hab gedacht, dass das gut ist. Ja, mal unten für den. Okay, ich hab keine MR. Ich hab nur Armor. Und dann haben wir den One-Hit und die Ciri hat die 1000 Gold gekriegt. Na, ist er der Fehler? Ich glaube nicht, dass das der Fehler war, aber. Also noch nicht. Ich glaube, das ist noch okay. Das ist aber bad. Der Raka muss bei mir bleiben da.
Oder ich muss halt, oder er muss mir die Pflanze lassen, dass ich mitmoven kann. Die Ciri ist halt sehr, 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 sehr strong jetzt. Das ist ein bisschen scary. Ich glaube, das ist noch nicht halt Weltuntergang, weil sie noch kein großes Objective oder so bekommen haben dafür. Okay. Leider verfehlt. Mein Kuh verfehlt. Oh shit. Ich hätte den Control Ward stellen müssen da, ne? Ah, ich hätte den Control Ward stellen müssen. Wenn ich den Control Ward gestellt hätte, dann hätten wir den Rengar gesehen. Oh Mann, ey. Da hätte ich zurück reinkalten können in den Rengar. Das war Cannon Flash, aber. Das heißt, nochmal haben sie nicht so gut. Und ich habe leider auf die Ciri zwei wichtige Qs verfehlt. Never E-In, das ist was, was du sagen würdest, wenn du extrem bad bist auf Ezreal. Das ist der Grund, warum gute Ezreals ihn immer nach vorne. Ja, du musst mit Ezreal proaktiv spielen. Du musst Situationen erzeugen. Du musst am Limit spielen. Weil ansonsten ist der einfach schlechter wie eine herkömmliche Crit-Champions. Das ist dieses Limit zu kennen, diese Möglichkeiten zu verstehen, zu wissen, wann du vor darfst und wann nicht. Das ist, was einen guten von einem schlechten Ezreal trennt. Aber du willst mit Ezreal nicht hinten stehen und Däumchen drehen und nichts machen und einfach nur aus der Backline Fuß werfen. Sondern du willst vorne drin sein, du willst aktiv sein. Never E-In sind die Ezreal, die das Autofill sind. Ich meine, du kannst natürlich auch viel Schaden verursachen, wenn du aggressiv reindischst. Das ist ganz klar. Aber das ist halt. Deswegen ist Ezreal ein Champion, der eigentlich immer eine schlechte Win-Ratio hat. Weil halt einfach. Du musst halt diese gute Balance finden zwischen reindashen und baiten und rausdashen und so, weißt du? Das ist, was mit Ezreal die Kunst ist, warum der so schwer ist, der Champion. Dieses Frozen ist echt Gold wert, wie oft mir das schon den Bürzel gerettet hat. Ist LeBlanc ja auch so? Ähnlich, ja. Ist ähnlich, ja. Den Bürzel. Bürzel ist das Hinterteil einer Ente. Ich kenne das nur aus Mickey Mouse. Da heißt es immer, dass, also bei den alten Mickey Mouse, da verbrennt sich Donald Duck immer den Würzel halt. Und das ist dann mein Verständnis ist, dass das der, halt sein Hinterteil ist. Also Hinterteil der Gams in dem Fall. Oh, das war die falsche Richtung, ups. GG wird blind. Ah ja, Baby. Holy shit, war das ein schweres. Das war so ein schweres Game. God damn, wir haben die Runde gewonnen. Mit der absoluten Autofill-Brigade. Das gibt's doch nicht. Wir haben dann auch gewonnen. Sehr starkes Game, Mr. Permaban Reformed. 600 LP! God damn! Können wir noch eins machen, oder?
Ein kleines, ne? Vielleicht schauen wir mal, reizen wir noch ein bisschen aus hier.